Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Murdered Soul Suspect. In der letzten Folge ist es leider mit dem Gespräch mit der Tante abgestürzt. Deswegen. Ja, ist abgestürzt leider und deswegen fehlt das jetzt. Einen Moment. So, jetzt kann es losgehen. Wir sollen. Ach man, wir sollen die aufhalten, bevor die weg ist. Weil es kann uns gut helfen, eigentlich. Guck mal, was hier komisch ist, und der bis oben hin die Wand. So. Es muss einen anderen Weg nach unten geben. Aufzug kann ich nicht benutzen. Nehme ich halt wieder die Katze. Und schaue mich mal hier um. Ja, kann ich hier rausspringen. Das können Katzen so und so machen, ist jetzt nichts für, wenn die richtig aufkommen. So. Ich ignoriere mich einfach. Na, warte. Gibt's hier noch einen Eingang? Ob da oben. Ja, da oben ist man hin. Nur wie? Der ist hier nur ein bisschen anders zu laufen wie sonst, wie vorhin. Hier aufgestiegen wie der mystische Phönix, welche diese wie diese Pharao aus dem Jahre 1902.
Hause hinter verschlossener Tür sind wir wohl besser aufgehoben. Warum sorge ich mich? Es wird nichts passieren. Ich wüsste nicht, wie wir da hochkommen. Muss auch, glaube ich, gar nicht hoch, oder? Warte, nee. Komm zurück! Du gehst schon, Liebes? Ja, sorry. Ich komme wieder. Warten Sie nicht auf mich. Sei vorsichtig, mein Kind. Als Poltergeist kann man Lebende manipulieren. Hä? Ah! Wie ist es heute Nacht so kalt? Ja, hallo, danke, tschüss. Ablenken. Einige Objekte können aktiviert werden, um Dämonen abzulenken. Dies gewinnt ihre Aufmerksamkeit und verschafft ihr eine Möglichkeit zum Vorbeischleichen. Die Raben sind oft nützlich, um die Dämonen abzulenken. Verstecken. Dich vor Dämonen zu verstecken, kann dich näher an Objekte zur Ablenkung bringen. Ablenken, den Dämon ablenken. Da draußen mit all diesen Morden. Zumindest sind wir hier sicher. Ich denke nicht, dass wir nicht planen, der Nähe. Ein Dämon vernichten. Ja, komm mal erst hin. Also, wo ist sie hin? Die Welt immer sagt mir, wo sie hin will. Jo. Geh jetzt.
Finde mein Buch im Polizeirevier und schau nicht zurück. Die Zeugin ist auf dem Weg zum Revier, um das Buch ihrer Mutter zu finden. Klar. Sie ist auf dem Weg zum Revier, um ein Buch zu klauen. Da wird sie kaum auffallen. Hast du gewusst, dass ihre Mom für die Polizei arbeitet? Na gut, erzähl's mir nicht. So. Guck mal, da ist SPD. Saint Benedict, Saint George. Weißt du? Oh, mein Ingo-Mann. Klar. Der Zeugin. So. Hilfe. Ach, da hab ich ja gefragt. Vor zwei Folgen so. Du Scheiße. Wie wollen wir jetzt hier durchkommen? Achso. Denn hier lang, weißt du. Naja, weg, ne? Back in business. Weißt du? Mal gucken, wo mal. Ja, da ist ein Hinweis. Hier ist ein einfacher Hinweis. Ron stellt die Frage, ne? Mit M wird sie Ron halten. Heute, und ich wusste ehrlich nicht, was ich sagen sollte. Ich, aber als er mir mein Antrag machte, konnte ich ihn sagen, meine Stimme fort. Und er kniete dort, er drückte von meiner Stille. Dann dauerte 5 Minuten, mit Werbung jetzt, ne? Ja, bis sie ihm sagen konnte, dass ich nach dem Urte habe ich es vermacht. Gleich sind wir bei Chief Wickham. Guck mal, Steve denkt. Also es ist ein Geist. Sag, du bist Geist. Guten Tag. Ich dachte, ich hätte... Nein. Kann nicht sein. Wie fühlt sich Sterben an? Ach, die ist doch nicht ein Geist. Tja, ich glaube nicht jemand. Wie früher bei 007 für die N64 nennt sie, ne? Doch, Salem soll ein ruhiges Flech den Problemen der Großstadt entkommen ist. Aber allmählich jetzt mal sagen jetzt, ne? Fühle ich mich nicht mehr sinnsicher. Davon lasse ich mich jetzt gar nicht abbringen. Ditsche, Ingo. Wenn ich im Dunkeln draußen bin, ich sprach mit Grauen darüber, er versicherte mir, er sei der gefährlichste Typ in der Stadt. Aber seine draufgängige Art hilft nicht viel. Etwas an diesem Ort ist krank. In einem der Kirche. So. Goldene Ei. Wo sind die denn so? Jetzt haben wir hier. Ach, das läuft die schon wieder. Ich dachte ich. Was ist hier? Mit Gas. Sag mal, was schaffst dann du? Nicht immer rumspielen. Was machst du dann? Joko und Klaas oder was? Ach, lang, alle durch.
Ist mir ja egal, ne? Das ist die Jugend heutzutage. Schon auch ein, der heißt Sascha. Montag, Mumpitz jetzt mal sagen. Jetzt. Ihm ist immer ganz schwummrig, wenn er Frauen sieht. Das liegt aber da. Plakette der Rüstkammer jetzt. Ne? Hat man. Diese Stelle stand als deren Rüstkammer. Der Soldate. Soldate. Am 26. Februar 1775 zu erobern begehrten die tapferen Bürger dieser Stadt, hielten die britische Armee durch den strategischen Einsatz von Zugbrücken in Schach und verhinderten so die Besitznahme von Waffen entscheidender Bedeutung in dem Krieg, aber nur Monate später beginnen sollte. Das war's für diese Folge. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss, tschüss. Bin ich ein Roboter oder was? Hab ne Grip jetzt, ne? Ich bin ein reiner Stahlmann. Bis dann.